Liebe Fans des schlechten Autofokus, am Montag werden bei uns die Wertstoffsäcke abgeholt und ihr könnt euch denken, was das bedeutet. Wir müssen sie noch schön voll machen und zwar mit dem Plastikschrott aus den Überraschungseiern. Ich hatte ja im Miraculous Video bereits angekündigt, dass die Stümpfe auch noch kommen. Und hier sind sie. Der Viererpack für, ich glaube, 2,69 Euro. 60, 79, sowas um den Dreh. Es sind zwei Figuren garantiert. Hier haben wir eine Zusammenfassung der Figuren. Lustigerweise, bei Miraculous hatten wir ja einen weiblichen Stripper. Hier haben wir einen männlichen Stripper als Feuerwehrschlumpf getarnt. Und ich habe mittlerweile keinerlei Erwartungen mehr. Also gehe ich einfach mal davon aus, es wird definitiv wieder eine Enttäuschung werden. Warum sollte es auch anders sein? So, wir beginnen mit Ei Nummer 1. Was befindet sich darin? Ist es ein Schlumpf? Es ist, ja, es ist ein Schlumpf, nämlich die Schlumpfine. Mit sich drehenden Blümchen. Ja. Very nice. Und einen Aufkleber, den wir anbringen werden. Beziehungsweise den ich jetzt kurz anbringe, damit das Ganze auch komplett ist. Also die Figuren sind das Einzige, die das Ganze überleben werden. Sprich, die nicht im Müll landen. Ich sammle sie zwar nicht, aber die Figuren zum Wegschmeißen. Ne. Sie sind zwar schön und sind Plastikschrott, aber es wurscht. So. Genau, hier haben wir den Zettel. Schau mal, ob ich irgendwie den Fokus mal ändern kann. Geht es? Nein. Naja. Also, das ist Blumenschlumpfine. Ach, warum probiere ich es überhaupt noch? Blumenschlumpfine. Und hier haben wir ein kleines Mädchen, das kräftig am Blasen ist. Ja, Blumen schon viele. Ei Nummer 2. Also ich hoffe mal, dass da nicht der zweite Schlumpf drinnen ist, weil sonst ist die Überraschung ja quasi im Eimer, weil dann in den beiden anderen Eiern nur Schrott drinnen ist. Okay, doch hier ist der zweite Schlumpf. Ich würde sagen, wir stellen den jetzt einfach mal zurück und machen stattdessen erstmal den Schrott auf. So, hier haben wir. Oh Gott. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Schildkröte. Eine Schildkröte, die ich erstmal ganz kurz zusammenbauen muss, möchte. Was heißt möchte? Was eher muss. Oder was heißt muss? Ich muss ja eigentlich auch nicht, aber naja, zum Zwecke des Videos. Oh. Das sieht so aus wie etwas, woran man verzweifeln könnte. Ja. Denn hier muss ich mit einem Gummi arbeiten.
Und ich habe das dumme Gefühl, dass das nicht so leicht wird. Ah, doch. Geht sogar. Was soll es mich jetzt können? Was soll es mich können? Ah ja, super. Genau, wenn man hinten drauf drückt, bewegt es sich seine Vorderflossen. Ja. Interessanterweise finde ich aber hier den Beipackzettel. Hier kann man nämlich erkennen, also ich kann erkennen, ihr nicht, dass Schildkröten eine Länge von 79 bis 150 cm haben. Hier wird nur leider nicht beschrieben, welche Schildkröte genau. Hier kann man den Bereich sehen, wo sie leben, also Australien, Südamerika und Südafrika. Sie erreichen ein Gewicht von 158 bis 400 Kilo. Sie essen hauptsächlich Fisch und haben eine Geschwindigkeit von 4 km/h. Wahrscheinlich unter Wasser. Gut. Naja. Auch zur finalen Enttäuschung. Schnelle Schokolade verräumen. So. Ein Auto. Ich hab Ü-Ei-Autos früher schon gehasst und hasse sie heute noch. Was zur Hölle ist das? Ein Auto mit irgendwas noch dran. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe. Gut. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Und wenn ich jetzt hier... Okay. Und zwar, man kann diese Teile an das Auto hier noch dran stecken, indem man die Reifen hier in die Öffnungen steckt. Und dann hat man, ja, ein noch hässlicheres Auto. Das ist wundervoll. Und man bekommt die Reifen nur noch ganz schwer wieder runter. Ja. Man kann aber diese Einzelteile, glaube ich, auch eher separat zusammenstecken. Dann hat man, ja, so ein Dingens hier. Und das Auto, ja. Ja. Wow. Das ist wundervoll. So, also schließen wir das Ganze noch ab mit dem zweiten Schlumpf. Ich werde das Ganze mal kurz zusammenbauen, denn ja, die ganzen Figuren müssen heutzutage zusammengebaut werden. Traurig, aber wahr. So, und hier haben wir Papa Schlumpf als Stripper. Als, ja, als Flugzeugkapitän. Auf einem Segway? Keine Ahnung. Was sagt denn hier unser Schlauszettel? Blablabla. Nein. Keine Ahnung. Ja. Ich will es nicht sagen, wenn diese Figuren handbemalt wären. Da wäre ja alles ganz gut, aber es ist halt ja einfach nur bedruckt. Und es... Was soll man sagen, meine Herrschaften? Am sinnvollsten ist es jetzt halt einfach schönen guten Abend zu wünschen und zu hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid.
In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.